Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch im Rahmen des Sugar Princess Christmas Cookie Clubs 2022, der seit dem 1. Dezember auf meinem Blog gestartet ist, eine wunderbare, schnelle Weihnachtstorte. Sie besteht aus einem leckeren, knusprigen Spekulatiusboden und einer super, super leckeren Mascarpone-Zimt-Sahne-Creme mit Mandarinen und natürlich einer opulenten Dekoration, dass sie richtig schön weihnachtlich aussieht. Bei mir auf dem Blog, wie gesagt, ist der Christmas Cookie Club gestartet. Dieses Mal nur mit 24 Rezepten von mir selber. Dieses Mal habe ich mir die Mühe gemacht und ganz, ganz alleine im November alles für euch vorbereitet. Und deswegen seid gespannt, was es alles zu sehen geben wird. Und jeden Tag gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Deswegen schaut jeden Tag auf dem Blog vorbei. Und ja, heute gibt es auch hier in diesem Video etwas zu gewinnen, nämlich diese wunderschöne weihnachtliche Backform. Und was ihr dafür tun müsst, um in den Lostopf zu springen, das erzähle ich euch auf dem Blog ganz genau. In jedem Türchen stehen die Teilnahmebedingungen. Und es ist eigentlich nur die Frage beantworten, die auf dem Blog steht. Und die könnt ihr auch hier dann nochmal reinschreiben, die Antwort. Denn wer doppelt kommentiert, also bei mir auf dem Blog und hier auf YouTube, hat die doppelte Gewinnchance. Vergesst bitte auch nicht, den Hashtag SCCC22 dazu zu schreiben, damit ich weiß, wer teilnehmen möchte. Das Rezept für die Torte findet ihr natürlich auch wie immer zum Ausdrucken bei mir auf dem Blog www.sugarprincess.de. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Hier direkt unter dem Video einfach mehr anklicken. Dann öffnet sich eine kleine Textbox und da findet ihr dann auch das Rezept. Ja, ansonsten lasst uns einfach gleich starten. Diese zwei Zutaten brauche ich nur für den Boden. Und zwar 100 Gramm Butter und 250 Gramm am besten Gewürzspekulatius. Selbstverständlich könnt ihr euch auch einen Boden backen, zum Beispiel meinen Schokobiskuit. Und da würde ich dann das halbe Rezept backen und ihn vielleicht noch ein bisschen mit Spekulatiusgewürz und Zimt verfeinern. Einfach Gewürze hinzugeben und ganz normal wie sonst auch backen. Dann könnt ihr natürlich auch den verwenden. Die Spekulatius könnt ihr gerade im Mixer zerkleinern oder einfach in einen Beutel geben und mit dem Rollholz draufklopfen, bis sie klein sind. Und die Butter zerlassen wir uns gerade. So, gerade die Brösel in die Schüssel geben. Und jetzt kommt die zerlassene Butter hinzu. Vermischen. Und in Sekunden ist unsere Masse fertig. Das geht wirklich rasend schnell. Jetzt brauchen wir eine 26er Springform, am besten eine, wo man den Boden schon als Servierplatte auch verwenden kann, denn diese Krümelböden lassen sich immer recht schlecht verheben am Ende. So, die Masse in die Form geben. Und jetzt in der Form gleichmäßig möglichst festdrücken. Darauf achten, dass alles schön gleichmäßig verteilt ist. Wunderbar, wir sind fertig. Der Boden kann jetzt im Prinzip kaltgestellt werden. Es sei denn, ihr wollt wie ich noch eine Schicht Marmelade hier auf den Boden haben. Einfach für die fruchtige Note. Das kann ein Glühweingelee sein, das kann eine Johannisbeermarmelade sein, eine Aprikosenmarmelade, eine Mandarinenmarmelade, wenn ihr habt. Also was ihr einfach gerne esst zu Weihnachten, das kann jetzt noch hier drauf. Und bei mir wird es eine Johannisbeermarmelade. Die Marmelade rühre ich mir gerade einfach so ein bisschen glatt, so 3 bis 4 Esslöffel, damit sie gut streichfähig ist. Genau, perfekt. Jetzt kann sie auf den Boden gegeben werden. Und wie gesagt, dazu passt auch gut rote Grütze oder Preiselbeermarmelade oder was auch immer ihr möchtet. Gerade noch verstreichen. So, wunderbar. Unsere Marmelade ist schön verstrichen. Jetzt darf die Form erstmal kaltgestellt werden und in der Zeit bereiten wir uns die Cremefüllung zu. Für unsere Creme benötigen wir 8 Blatt Gelatine. Die habe ich mir schon in kaltem Wasser eingeweicht. Die brauchen so 5 Minuten. Dann ist die Gelatine wirklich richtig schön weich und aufgelöst. Dann können wir sie ausdrücken
und unter die Creme heben. Und wenn ihr keine Gelatine verwenden wollt, dann könnt ihr bei diesem Rezept sie auch durch Agatine ersetzen oder auch durch Sanapart, gar kein Problem. Und für die Creme benötigen wir 500 Gramm Mascarpone. Da könnt ihr natürlich auch Frischkäse verwenden, wenn ihr keinen Mascarpone nehmen wollt oder könnt. 500 Gramm Quark. Ich nehme da immer gerne 20% Fett. Dann kommt Zucker hinzu, 150 Gramm. Da müsst ihr nicht so viel nehmen, ihr könnt auch 100 Gramm nehmen. Da könnt ihr deutlich reduzieren, wenn ihr das so wollt. Dann gebe ich noch 4 Esslöffel ungefähr Honig dazu. 1, 2, 3, 4. Auch da könnt ihr reduzieren. Und einen Esslöffel Zimt für den leckeren weihnachtlichen Geschmack. Soll ja eine Zimt-Sahne-Mascarpone-Creme werden. Und jetzt wird das Ganze miteinander einfach verrührt. Was ich noch vergessen habe hineinzutun, ist mein Zitronenschalenabrieb. Der kommt hier einfach für die frische Note noch mit hinein. Ungefähr die Schale einer halben Zitrone. Ihr könnt auch eine Orange verwenden, wenn ihr eine Bio-Orange da habt. Das schmeckt auch toll dazu. Und ihr wisst ja, ich reibe mir immer die Zitronen dann ganz ab, auch wenn ich nur die Hälfte brauche für das Rezept, und trockne mir den Rest auf einem Tellerchen, sodass ich immer getrocknete Schale dann daheim habe. So, das gerade noch mit unterheben. Wir werden uns jetzt die Gelatine ausdrücken. Die Gelatine einfach gerade nehmen und die ist jetzt schön weich. Und die drücken wir uns einfach zwischen den Fingern aus, dass wir möglichst keine Flüssigkeit mehr mit drin haben. Das kommt weg, das Wasser nicht mitverwenden, auf keinen Fall. Und geben uns die Gelatine hier in ein kleines Gefäß oder in einen kleinen Topf. Und jetzt die Gelatine einfach gerade kurz nur erwärmen, nicht kochen. Dann funktioniert es nicht. Nur erwärmen, dass sie sich gerade auflöst. Und dann wird die Gelatine angeglichen. Bei mir war sie jetzt 10 Sekunden in der Mikrowelle und ist schon aufgelöst, also wirklich gar nicht lang. Sie sollte wirklich nur warm werden, nicht kochen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt nehmen wir uns so 3 bis 6 Esslöffel von der Mascarpone-Creme und rühren die hier rein, einfach um die Temperatur anzugleichen. Nochmal ein bisschen was. Und noch einen dritten Löffel. Ich nehme da auch immer gerne diesen mini kleinen Rührer hier. Dann geht das ganz gut. So, und sobald unsere Gelatine so schön angerührt ist, können wir sie auch hier unter unsere Creme rühren. Am besten unterrühren. Einmal noch schauen, dass alles mit drin ist. Jetzt können wir uns hier noch unsere Mandarinen und die steif geschlagene Sahne unterheben. Die Mandarinen hinzu. Ich habe hier so eine kleine Dose mir abgegossen und die jetzt vorsichtig unterheben. Es gibt noch die schöne Frucht dazu. Oh, ihr könnt auch andere Früchte unterheben, zum Beispiel Himbeeren, gefrorene oder Kirschen, was ihr gerne habt. Aber ich finde, Mandarine passt immer besonders gut zu Weihnachtstorten. Jetzt noch die Sahne steif schlagen und die heben wir dann noch hier unter und dann können wir unseren Boden dann auch schon füllen. Hey there, buddy. It's just me again. You walked out of my life that time. So, die Sahne ist steif genug. Jetzt können wir sie unterheben. Die Sahne dazu. Gerade noch unterheben, vorsichtig. Or have you truly moved on? Und ihr seht, es wird eine richtig schöne Zimt-Sahne-Creme. Total lecker. Perfekt. Schaut euch das an. So, wir können die Torte füllen. So, meine Torte ist schön gekühlt. Ich hatte sie im Tiefkühler jetzt die Zeit, in der wir die Creme zubereitet haben. Und jetzt kommt einfach die Hälfte der Creme erstmal hier auf den Boden. Ungefähr die Hälfte. So in etwa. Und die verstreiche ich mir jetzt schon mal schön. Möglichst gleichmäßig, dass einfach nachher beim Anschnitt dann auch schöne gleichmäßige Schichten entstehen. Die erste Schicht ist schön glatt gestrichen. Und jetzt kommt optional der zweite
Boden, Spekulatiusboden sozusagen. Und zwar ist es jetzt so ein bisschen wie beim Tiramisu. Ich lege einfach eine Schicht Spekulatius hier oben drauf. Die könnt ihr auch zerbröseln, aber ich finde es eigentlich sinnvoller, wenn man sie einfach drauf legt. Dann hat man nämlich eine ganz gleichmäßige Schicht. Und was hier an den Seiten nicht reinpasst, das kann man dann noch so ein bisschen abbrechen. So dass einfach überall noch was ist. Sehr schön sieht's aus. Und jetzt kommt die zweite Hälfte unserer Creme darauf. Und ehrlich gesagt, mir läuft schon das Wasser hier im Mund zusammen. Ich mag das total gerne, diese Kombination aus Spekulatius, Zimt, Mandarinen. Das ist einfach wahnsinnig lecker. Und dann die Creme dazu. Nochmal glatt streichen. Und ihr seht, die Masse reicht gut für eine 26er Form. Vielleicht auch für eine 28er, aber dann wird die Torte halt insgesamt etwas niedriger. Wunderbar, alles ist schön glatt gestrichen. Und jetzt muss die Torte erstmal für 3 bis 4 Stunden mindestens, besser über Nacht, in den Kühlschrank, damit sich alles schön festigen kann. Die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, schön abgedeckt mit einer Tortenhaube. Und da rührt sich absolut nichts mehr. Einfach mal dran rütteln, dann sieht man das. Wenn die Creme dann fest ist, dann können wir sie aus dem Ring holen und final dekorieren. So, dann schneide ich die Torte mal vorsichtig aus der Form. Und jetzt vorsichtig lösen. Dann schauen wir mal, wie unser Törtchen ausschaut. Bei mir bleibt die Torte ja auf dieser Platte. Ja, und für die finale Dekoration, da kann man sich jetzt wirklich was einfallen lassen. Als erstes teile ich mir die Torte ein in 16 Stücke in diesem Fall. Ihr könnt auch 14 verwenden. Schön ringsrum eindrücken, dass man die einzelnen Stücke gut sieht. Super. So, an den Rand kommen jetzt meine Spekulatius. Und ich habe hier so schöne mit Schokolade bestrichene Spekulatius. Ihr könnt die Torte aber auch einfach mit Sahne nur einstreichen oder auch nur so lassen. Schauen, dass alle gerade sitzen und schön angedrückt sind. Wunderbar. Jetzt kommt noch in die Mitte etwas Kakaopulver. Einfach gerade vorsichtig drüber stäuben. Ich habe gerne in der Mitte etwas mehr und nach außen hin läuft das dann so aus. Und jetzt können wir uns noch die Sahnerosetten aufsetzen und die Weihnachtsschokolade aufbringen. Dann ist die Torte auch schon fertig. Los geht's, unsere Sahnerosetten. Schön groß, damit wir was drauflegen können. Ich habe hier einfach Sahne steif geschlagen und die Tülle 1M, meine Lieblingstülle, dran. Und ihr seht, es macht schon wirklich den festlichen Effekt aus. Diese Sahne ist schon wirklich wichtig. Und die letzte. Wunderschön. Dann wollen wir mal loslegen mit unserer Weihnachtsschokolade. Ich lehne die einfach so ein bisschen jetzt an die Sahne an, dann hält das ganz gut. Und da setze ich auch ein Herz direkt gegenüber einfach. Noch ein Herz. Und als letztes natürlich für Weihnachten passend nochmal einen Stern. Wunderschön, besonders mit der Schokolade. Ich finde, das gibt noch den letzten Kick für diese Torte. Einfach fantastisch. Dann können wir sie jetzt probieren.
Und da kommt unsere leckere Weihnachtstorte. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen mal wieder. Vorsichtig auf den Teller. Die Torte steht verführerisch vor mir. Super, super lecker. Gerade mit dem Gewürzspekulatius und den zwei Schichten, also diesen zwei Böden darin, schmeckt einfach traumhaft. Die Kombination mit der Mandarine ist super gut. Ich kann euch sagen, das wird für A's und O's an eurem Adventskaffee oder an Weihnachten sorgen. Garantiert. Super, super lecker. Total weihnachtlich. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das war die wunderschöne Spekulatius-Zimt-Sahnetorte mit Mandarinen. Eine schnelle Torte ohne Backen und schmeckt fantastisch lecker. Ich freue mich auf eure Fotos. Schickt sie mir gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox, wie gehabt. Dort findet ihr auch alle wichtigen Infos zum heutigen Gewinnspiel. Denkt daran, ihr könnt die Backform gewinnen. Dafür die Gewinnfrage auf meinem Blog beantworten. Und wer hier unter dem Video ein zweites Mal kommentiert, der hat die doppelte Gewinnchance. Ich wünsche euch für das Gewinnspiel viel Glück und beim Nachbacken viel, viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr zu einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss! Merry Christmas, baby.